Oh, da gab es einen Einschlag, da gab es einen Einschlag. Richtig krasser Crash. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo zusammen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es etwas nostalgisch. Wir gehen zurück ins Jahr 1979 bzw. 1980 und schauen uns hier in Assetto Corsa in einem Mod mal die alten Formel 1 Kisten an auf dem alten Layout des Monaco Grand Prix und fahren hier mal ein Rennen. Und was hier alles passiert in diesen Kisten, das sehen wir gleich im Video. Viel Spaß. Und da haben wir unseren 1979er Lotus am Start hier in Monaco und die Lackierungen sehen ein bisschen anders aus, wie sie in der Realität waren, aber die Automodelle kommen relativ gut hin zur damaligen Zeit und jetzt starten wir einfach mal rein vom letzten Startplatz und schauen mal, ob es hier ordentlich nach vorne geht und ob man hier ordentlich überholen kann mit einem Auto, was sehr, sehr kurz ist. V10, richtiges Monster. Die Ampeln sind an und wir schalten mal hoch in den ersten Gang. Wir haben keine Handgangschaltung, wir müssen hier mit den Schaltwippen schalten. So, erster Gang, hau mal in den zweiten Gang rein. So, pressen wir auf Saint-Devot an. So, aus Versehen kurz in den Leerlauf geschalten. Ganz, ganz langsam geht's durch, muss so ein bisschen vorsichtig sein. So, ein bisschen die Strecke erkunden. Eine Runde geht dementsprechend relativ lang, wahrscheinlich. So, schon mal ein paar Plätze vorgekommen. Hoch zum Casino, müssen wir hart abbremsen, wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Ganz, ganz vorsichtig auf der Bremse müssen wir sein. Mit ganz, ganz viel Gefühl geht's hier um die Kurven. Aber es ist deutlich mehr Platz wie im heutigen Monaco hier mit diesen Kisten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kurz aus Versehen Rückwärtsgang. Es ist ein anderes Gefühl einfach. Ein ganz, ganz anderes Gefühl, was man hier haben muss mit der Gangschaltung. Wir gehen mal außen. Durch die Hairpin. Oh, außen vorbei. So, gleich geht's zum Tunnel runter. Es ist so viel Platz plötzlich mit diesen Kisten. Es geht ganz, ganz langsam hier durch. So, fahren wir durch den Tunnel. Sind schon auf Platz 16, ganz gut vorgekommen. Oh, da gab es einen Einschlag, da gab es einen Einschlag. Richtig krasser Crash. Oh mein Gott, oh mein Gott. Safety Car, Safety Car. Das kracht da vorne, raucht es schon wieder. Oh mein Gott, haben wir einen Schaden, haben wir einen Schaden. Da steht der Nächste. Also es hat ordentlich gekracht hier. Alte Hafenschikane. Wir fahren weiter. Oh. Es geht richtig rund hier. Es geht richtig rund auf dieser Strecke. So, wir fahren zum Schwimmbad. Oh, Junge. Oh, Junge. Das halbe Feld ist schon ausgeschieden. Was macht Jim? Was macht Jim hier? Wollen wir, da kommen wir vorbei. Wir sind in der ersten Runde an der Hälfte des Feldes einfach vorbeigefahren. Aber vielleicht können wir das Rennen hier irgendwie gewinnen. Ja, wir sind jetzt in Runde 2. Die ersten Jungs sind sehr, sehr schnell. Auch wenn das restliche Feld hinten einfach alle gefühlt gecrashed sind, sind die Jungs hier vorne umso schneller. Es ist nicht einfach hier zu folgen. Aber wir versuchen natürlich dieses Rennen zu gewinnen. In 5 Runden sollten wir das eigentlich schaffen, wenn wir halbwegs vernünftig durchkommen. Wir sind relativ früh immer bremsen nach dem Tunnel für die Schikane. Aber kommen deutlich besser raus. Oh! Da hat sich der Kollege auch ein bisschen verschätzt. So, Flügel ist ein bisschen angeknackst, aber das Auto fährt auf jeden Fall noch. Wir kommen durch, denke ich. Vorbei und sind auf Platz 5. Also ein bisschen Gefühl braucht es natürlich schon. Platz ist genug auf der Strecke, um zu überholen. Wir gehen rein in Runde 3. Let's go. Wir folgen Paul, der auf Position 4 ist. So, richtig gut durchgekommen. Paul kommt richtig gut weg hier. Wir sind aber dran. Wir sind fast in Podiumnähe. Jetzt ein bisschen früher abbremsen dieses Mal. Dass wir das Auto wieder nicht querstellen. Gute Ideallinie treffen. Jawohl, sehr schön. Können wir hier Seite an Seite durchfahren? Durch die Hairpin. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Oh nein, 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 nein. Wieder leicht an die Leitplanke. Aber das Auto ist noch funktionsfähig. Jawohl, wir sind einfach hier vorbei. Und sind vor dem Tunnel schon durch. Ganz, ganz schwierig mit dem Grip. Reifen sind schon ordentlich gebraucht. Sind ein bisschen zu hart mit den Reifen umgegangen. Ein bisschen zu arg gedriftet. Ein bisschen zu aggressiv bisher gefahren. Nicht den kompletten Grip auf die Strecke gebracht.
Ja, die Reifen sehen schon ordentlich durch aus jetzt. Und das nach 3 Runden. So, John ist der Nächste. Ah, wieder zu spät. Ah, nein, 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 nein. Jetzt hat die Achse was abbekommen. Ah, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer, das Auto irgendwie noch durchzusteuern. Es ist unfassbar schwierig. Ja, aber das Auto war halt vorher schon ein bisschen kaputt. Oh, nein, come on. Wir schaffen es trotzdem irgendwie aufs Podium. Komm, Platz 3 kriegen wir noch. So, Frontflügel ist ordentlich beschädigt. Von dem können wir uns verabschieden jetzt. Wir sind aber in Runde 4. Muss ein bisschen mehr aufpassen jetzt in den Kurven beim Anbremsen. Balance des Autos ist komplett hinüber. Aber wo sind die ersten beiden? Wo sind die ersten beiden? Oh, du kannst nicht mehr bremsen. Du kannst nicht mehr richtig bremsen. Oh, vielleicht schaffen wir es trotzdem vorbei. So, die Skills haben wir. Komm, um vorbeizugehen. Um sauber vorbeizugehen. Oh, wieder zu heftig eingelenkt. Mit zu viel Schwung, da braucht man echt richtig Gefühl. So, nochmal mit Schwung. Ah, das Auto steht wieder quer. Also Heckflügel kaputt, Frontflügel kaputt, Seite beschädigt. Aber aufs Podium können wir fahren irgendwie. Boah. Wieder maximal am Limit, come on. John. Dich kriegen wir, dich kriegen wir. John werden wir irgendwie kriegen. Haben noch eine Runde da. Oh nein! Sorry, John. Oh, John hat sich nochmal gefangen. Nein. Das Auto ist unfahrbar. Hätte man sich ja denken können, dass es wieder so läuft mit der Assetto Corsa KI. Dass die Jungs eher am Crashen sind, wie am Fighten und Fahren. Vor allem auf dieser Strecke. Mit dieser KI. Es ist halt einfach nicht so leicht hier ordentlich ein Rennen zu fahren. Wir schleichen uns hier nochmal vorbei hier durch die erste Kurve. Jawohl. Weiter geht's. Sieht gut aus. Platz 18. So, was machen die Jungs vorne? Oh, es gibt hier noch einen Crash. So, kurz am halben Feld vorbeigefahren. Oh, wieder hart auf der Bremse. Auto dreht sich fast weg. Der nächste steht links in der Bande, in der Leitplanke. Und wir sind einfach Siebter. Sind immer noch auf Platz 7 in der dritten Runde. Die Jungs sind richtig zäh. Lassen sich nicht so leicht überholen. Oh, der nächste Crash. Jawohl. Also es ist einfach schade. Es ist einfach schade, dass sie teilweise ein bisschen zu hart aggressiv fahren hier, auch in Monaco. Und sich dann ein bisschen verschätzen. Ansonsten wäre das richtig cooles Racing hier. Wir sind fast auf dem Podium. Gehen rein in Runde 4. Trotz allem, trotz dass die Strecke für diese Fahrzeuge noch nicht so eng ist, ist es trotzdem schwierig vorbeizukommen. So, aber jetzt schaffen wir es. Es ist schwer. Jetzt bremsen wir rein. Ganz, 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 ganz spät. Aber wir sind vorbei. Wir sind auf Platz 3. Den ersten Gang braucht man echt richtig oft. Also den fünften braucht man so gut wie gar nicht. In diesen Kisten hier in Monaco. Oh, wieder durchdriften. So, aber gleich sind wir in Runde 5. Gleich haben wir die letzte Runde und wir können hier auf jeden Fall gewinnen. Wir können hier durchkommen. Wir können es hier schaffen. Komm, komm, komm. Jawohl, die Kurve ein bisschen anders genommen. Yes! So, letzte Kurve und wir gehen rein. Oh, wir überrunden, wir überrunden. Da war der 16. ist da auf der Startziel geschlichen. Und wir sind einfach Erster dadurch. Und sind in der letzten Runde. Junge, schaut euch mal die Reifen an. Sind richtig krank gedriftet jetzt. Die letzten paar Runden. Die sind einfach richtig durch. Da steht der nächste. Nummer 17. Kein Sprit mehr wahrscheinlich. Also es ist echt schade, dass die Assetto Corsa KI oft sehr, sehr komische Fehler macht. Wenn man hier diese Mods installiert hat. Für dieses alte Spiel. Es ist schade, aber wir gewinnen das Ding hier trotzdem. Von ganz hinten haben wir es irgendwie durch das ganze Chaos durchgeschafft. Und werden hier Erster. Let's go. Mit der besten Rundenzeit von 1:37. Alles in allem sind wir hier gut ins Ziel gekommen mit einer Gesamtzeit von 8 Minuten 34 in 5 Runden hier in Monaco auf dem alten Layout. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo auf meinem Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.